So, viel Spaß, Kinder. Ein Mann geht in ein Autohaus und fragt, welches ist dein teuerstes Auto? Geld spielt keine Rolle. Der Autoverkäufer zögert nicht lange und führt den Mann nach hinten auf den Parkplatz neben den Mülltonnen zu einem sehr alten Opel Corsa, bei dem der Spiegel schief hängt, die Stoßstange fehlt und der offensichtlich schon lange nicht mehr überprüft wurde. Und er sagt, weil die Bremsen leider nicht mehr gut gehen, bekommst du diesen alten Opel für 25 Euro. Aber eine Fahrt damit könnte dich das Leben kosten. Geld spielt keine Rolle. Was ist der höchste Preis? Da kostet ein Fußballer 222 Millionen Euro. Manche wissen wahrscheinlich sofort, welcher Transfer das war. Im amerikanischen Sport hat jetzt oder vor einem Jahr ein einzelner Spieler einen Vertrag unterschrieben, der ihm persönlich als Gehalt in 10 Jahren 503 Millionen Dollar einbringt, also eine halbe Milliarde fürs Ballwerfen. Der ist aber auch wirklich gut. Ist einer von diesen Menschen jetzt mehr wert als ein anderer Mensch? Was ist der höchste Preis? Der höchste Preis ist natürlich nicht in Geld zu bemessen. Und kein Mensch ist mehr wert als ein anderer, denn der höchste Preis ist das Leben. Das, was dich das Leben kostet, das ist das Teuerste auf der Welt. Und wir alle haben den gleichen Wert, den wir als höchsten Preis bezahlen können, nämlich ein Leben, ein Menschenleben. Und ein Leben, das sind die Kosten, wenn man Jesus nachfolgt, und ein Leben, das ist auch der Lohn, wenn man Jesus nachfolgt. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann bedeutet das, dass du dir überlegen musst, ob du das mit deinem ganzen Leben tun willst, mit allem, was du bist und besitzt. Du bekommst dafür ein Leben von Jesus als Lohn. Wir haben starke Lieder heute gesungen, sehr gefährlich eigentlich. Weise mir her deinen Weg, dass wir nur auf Jesus schauen und ihn fragen. Wir werden nachher lesen, wie jemand gefragt hat, was das bedeutet, ihm nachzufolgen. Wir haben in dem anderen Lied gesungen, dass wir das, was ich mir erträume, was meine Wünsche wären, ich gebe alles auf für ein neues Leben her. Und darum geht es heute in der Predigt. Bevor wir uns aus dem Matthäusevangelium ein paar Aussagen und Gleichnisse von Jesus anschauen, braucht es aber noch eine Erinnerung. Was hat Jesus für uns aufgegeben und was bietet er uns an? Denn ich glaube, dass diese Erinnerung an das einfache und deutliche Evangelium die Voraussetzung ist, dass wir die Nachfolge Jesu verstehen und mit unseren Herzen akzeptieren können. Unabhängig von der Nachfolge sagt uns die Bibel, was das Teuerste auf der Welt ist, das, wofür wir nur mit dem Tod bezahlen können. Und das ist die Sünde. Das lesen wir in Römer 6. Der Preis für die Sünde ist der Tod des menschlichen Lebens. Wer sündigt, der stirbt. Jeder Mensch, der ein Sünder ist, muss sterben. Und wir wissen aus der Bibel, dass seit dem Sündenfall, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, jeder Mensch ein Sünder ist, seit seiner Geburt. Seit Adam und Eva ist dir jede Beerdigung ein Beweis dafür, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Der häufigste Satz in den ersten Kapiteln der Bibel, wer möchte mal raten, wie der geht? Es sind 3 Wörter. Und er starb. Zum Beispiel bei Adam, bei Seth und dann in allen Stammbäumen. Jeder Satz über jeden Menschen in diesem Stammbaum endet mit und er starb. So ist es seit dem Sündenfall. Alle sterben, weil alle Sünder sind. Und dieses Leben, das wir hier in diesem Körper haben, das hat so niemand für die Ewigkeit. Das haben wir auch diese Woche wieder erfahren, als wir an die Verstorbenen gedacht haben. Menschen werden geboren, sie sündigen und sterben. Aber das ist natürlich nicht alles.
Wir wissen als Christen, dass das nicht alles ist, auch wenn manche einflussreichen Musiker das vielleicht so singen möchten. Gott hat ganz von Anfang an der Menschheitsgeschichte auch klar gemacht, dass er einen Retter schicken wird. Einen Retter, der nicht nur das Problem mit dem Tod angeht, sondern auch das Problem mit der Sünde selbst. Und wir wissen, dass durch unseren Retter Jesus eine Beziehung mit Gott möglich ist. Und dass man nicht nur lebt, um zu sündigen und am Ende zu sterben. Nein, sondern man lebt, um Gott besser kennenzulernen. Seine Heiligkeit, seine Allmacht, seine Größe und seine große Liebe für uns Menschen. Und Gott hat bewiesen, dass er uns liebt, indem er als Retter auf die Erde kam und für uns starb. Gott sagt ja selbst in seinem Wort, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dadurch, dass Gott auf die Erde kam, hat er bewiesen, wie groß seine Liebe ist. Aber er hat ja auch nicht nur seine Liebe bewiesen, sondern er hat auch ganz praktisch und tatsächlich mit seinem Blut den Preis für unsere Sünde bezahlt. Er hat uns aus der Ohnmacht und Hilflosigkeit gegenüber der Sünde befreit. Die normale Lebensrechnung eines Menschen sieht nämlich so aus, und ich versuche mal ganz, ganz einfache Mathematik heute zu verwenden. Vielleicht hat da so noch einer vielleicht so noch nicht drüber nachgedacht und es hilft ihm. Also unsere Lebensrechnung sieht so aus: Wir werden geboren und haben ein Menschenleben. Das bekommen wir ja bei der Geburt. Unsere Eltern sind aber selbst zwei Menschen, zwei sündige Menschen, und auch wir werden unter der Herrschaft der Sünde geboren. Da ist die Bibel sehr deutlich. Und weil Sünde in unserem Leben ist, müssen wir das mit unserem Leben bezahlen. Mit dem einen, das wir haben. Das ist der Preis für die Sünde. Adam und Eva wurden davor deutlich gewarnt. Gott hatte gesagt, das war das Erste, was er zu den Menschen gesprochen hatte: Hier esst von allen Bäumen, außer von diesem Baum. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und es bleibt also nichts übrig. Kein Leben übrig, das ist der Tod. Und bei Jesus sieht das anders aus. Jesus wurde geboren als Mensch, weil er der Sohn einer Frau war. Und er hatte dadurch ein Menschenleben. Und er hatte zwar eine Mutter, die ein Mensch war, aber sein Vater war Gott selbst. Maria wurde, das sagt uns die Bibel, sie wurde als Jungfrau schwanger und brachte Jesus zur Welt. Und deswegen war Jesus ohne Sünde und wurde als der heilige Sohn Gottes geboren, der trotzdem auch ein Mensch war und deswegen auch ein Menschenleben hatte. Und er war heilig und er lebte ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott und in Heiligkeit. Und deswegen musste er nicht mit seinem Leben bezahlen, weil keine Sünde in ihm war. Sein Herz war rein, anders als das von uns Menschen. Und so bleibt bei Jesus sozusagen ein Leben übrig zur freien Verfügung. Und ein Menschenleben, das ist ja genau dieser teure Preis, über den wir vorher geredet haben. Der Preis, den wir alle für unsere Sünde bezahlen müssten. Aber Jesus hat sein Leben für uns aufgegeben. Er hat unsere Sünde mit seinem Leben bezahlt. Und das konnte er, weil er nicht für sich selbst bezahlen musste. Er hat mit seinem Leben für unsere Sünde bezahlt und wir bekommen die Heiligkeit von Jesus angerechnet. Alleine durch den Glauben. Die Rechnung wurde beglichen. Und das bedeutet, dass wir am Ende mit dem Leben davonkommen, auch wenn unsere Körper hier noch durch diesen physischen Tod durchgehen müssen. Wer an Jesus glaubt, wird leben, weil Jesus sein Leben für uns aufgegeben hat. Er hat den höchsten Preis für uns bezahlt. Wie es in 1. Korinther 6, Vers 20 heißt: Christus hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Luther übersetzte das: Ihr seid teuer erkauft. Sicherlich ein sehr bekannter Bibelvers. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und auch in Offenbarung 5, wo die Völker Gott loben, rufen sie: Du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Und ich finde das immer wichtig, sich das präsent zu halten in Erinnerung. Weil ich glaube, mit diesen Tatsachen vor uns können wir uns mit den Ansprüchen beschäftigen, die Jesus an alle die stellt, die an ihn glauben und ihm nachfolgen möchten.
Denn die Ansprüche, die Jesus an seine Nachfolger stellt, sind sehr hoch. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass er uns von dem Tod gerettet hat und sein Leben für uns gegeben hat, dann sind die manchmal schwer zu akzeptieren. Matthäus 8, Vers 19. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist fast das Gleiche, was wir in dem Lied vorhin gesungen haben. Und das ist doch super. Das ist doch genau das, was Nachfolger von Jesus sagen sollen. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Aber Jesus antwortet auf diese Aussage. Und wenn ein Nachfolger diese Aussage gegenüber Jesus ernst meint, dann muss er auch die Antwort von Jesus ernst nehmen und sie akzeptieren. Und Jesus sprach zu ihm, Vers 20, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist die Aussicht, die Jesus hier seinem potenziellen Nachfolger hinstellt. Kein fester Wohnsitz. Das ist seine Antwort. Wenn du mit mir unterwegs bist, musst du dich darauf einstellen, dass du vielleicht keinen festen Wohnsitz haben wirst. Kein Haus, in das du jeden Abend heimkommst. Und an dieser Stelle erfahren wir auch nicht mehr, was der antwortet, der Jesus nachfolgen möchte. Stattdessen kommt dann ein weiterer Jünger und sagt: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Die Juden hatten sehr viele Gesetze, die sie befolgten. Sie hatten viele Rituale, viele Waschungen, viele Gebete. Und zum Beispiel dieses sehr bekannte Gebet: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das musste ein Jude unbedingt jeden Tag seines Lebens beten. Das galt so, wenn man aufgewacht ist, aufgestanden und man hat dieses Gebet gesprochen, dann hat man sozusagen das Wichtigste des Tages schon erledigt. Aber es gab eine Ausnahme, wenn man dieses Gebet nicht aufsagen musste. Nämlich, wenn man in eine Bestattung verwickelt war. Wenn man dabei war, einen Toten zu begraben, wurde alles andere hinten dran gestellt. Die Beteiligten an einer Beerdigung wurden von der Pflicht befreit, dieses Gebet aufzusagen, vom Tora-Studium befreit und von allen anderen Pflichten und Gesetzen. Das war so ein wichtiges Pflichtgebot, einen Toten zu begraben. Und nicht nur das, es galt auch als großer Liebesdienst. Also man hat gesagt, dadurch kann man wirklich aktiv seine Liebe zeigen zu Gott und zu den Menschen, wenn man einen Toten begräbt. Es hatte insgesamt eine unglaublich hohe Stellung und Ansehen. Es war aber nicht, das hat sich durch die Überlieferung und durch das Hinzutun zum Gesetz so entwickelt. Was Jesus hier sagt, das deutet ein Bibelausleger, das habe ich in einem Kommentar gelesen, als das wohl Schockierendste, was die Juden damals hören konnten. Lass die Toten ihre Toten begraben, du folge mir nach. Was will Jesus damit sagen? Zuerst einmal sagt er hier: Die, die mir nicht nachfolgen, sind tot. Auch aus der jüdischen Tradition, aus den Lehren von Rabbis, kam die Redewendung: Die Gottlosen, also die Menschen, die wirklich gar nichts mit Gott zu tun haben, die werden in ihrem Leben schon Tote genannt. Und Jesus hat vermutlich darauf angespielt, um deutlich zu machen: Wer mir nicht nachfolgt, der ist gottlos und der ist ein Toter, der gehört zu diesen. Das ist jemand, der noch nicht zum echten Leben durchgedrungen ist, der nicht in Gemeinschaft mit Gott lebt, sondern unter der Sünde und der auch in der Ewigkeit ohne Gott sein wird. Und ich glaube, der Jünger, der Jesus nachfolgen möchte, der soll an dieser Stelle erkennen, dass es wichtiger ist, Jesus nachzufolgen, als sich um alte Traditionen und Gesetzlichkeiten zu kümmern. Nicht sich gegen Gottes Wort zu stellen und gegen seine Gebote, aber diese Traditionen, die unter den Menschen aufgebaut wurden,
dass die nicht so wichtig sind, wie Jesus nachzufolgen. Und es ist wichtiger, Jesus nachzufolgen, als sich darum zu scheren, was die Leute sagen, was er eigentlich tun sollte. Er sagt ihm nicht, hey, du, wenn du keine Lust hast, brauchst du da nicht mitmachen bei der Bestattung. Er sagt nicht, du darfst aus Faulheit irgendwie deine Pflichten gegenüber der Familie oder der Gesellschaft vernachlässigen. Aber Jesus nachfolgen heißt, Jesus sofort und kompromisslos nachfolgen. Nicht erst noch die Dinge der Welt regeln wollen. Und ich bin ja mit 10 Jahren nach Espelkamp gekommen und mir sind in diesen ganzen Jahren, die ich dort lebe, ein paar Gedanken begegnet, die ich glaube, dass es Trugschlüsse sind, die vielleicht als Tradition weitergegeben werden und die aber nicht in der Bibel uns als Gesetz gegeben sind, sondern dass die eher in so eine Kategorie fallen wie hier. Und ich habe die folgenden Gedanken einfach schon öfter von jungen Christen gehört, aus diesen christlichen Kreisen in Espelkamp. Und ich meine, viele von euch kommen ja auch von da und glaube, können verstehen über das, was ich jetzt rede, was ich damit meine. Und ich will euch das nicht als irgendwie jetzt Verurteilung an den Kopf knallen, das ist mir wichtig. Ich will einfach sagen, was mich als Jugendlicher, der von außerhalb kam, beschäftigt hat, was ich gesehen habe und was ich eben in Gottes Wort gelesen habe und wie das nicht zusammenpasst. Also hier sind die Trugschlüsse, die mir begegnet sind. Ich muss erstmal heiraten. Das sagen meine Eltern. Dafür brauche ich ein Haus. Also brauche ich mehr Geld. Also muss ich wenigstens ein bisschen Karriere machen. Ich brauche auch ein gutes Auto, um eine Frau zu beeindrucken. Wenn ich mich so umschaue, alle anderen, die verheiratet sind, haben gute Autos. Also brauche ich noch ein bisschen mehr Geld. Wenn ich dann geheiratet habe und wir ein Haus haben und ein gutes Auto für 3 Kinder, dann können wir 3 Kinder bekommen. Und wenn das alles geregelt ist und es den Kindern gut geht, dann schaue ich mal, wo ich im Reich Gottes mithelfen kann. Aber jetzt muss ich erstmal Überstunden schieben, damit ich mir das alles leisten kann. Jesus sagt, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Und Jesus meint diese Verse ernst. Er hat das nicht zum Spaß gesagt, um uns irgendwie aufs Glatteis zu führen, dass wir uns so um ihn kümmern und plötzlich verpassen wir doch alles Gute aus der Welt, was wir noch mitnehmen wollten. Er meint das genauso, wie er es gesagt hat. Es soll uns als Nachfolger von Jesus nur um seine Sache gehen. Er kümmert sich darum, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir sind befreit von dem Denken, mit dem sich die Menschen dieser Welt herumplagen, die Toten, die nicht Jesus nachfolgen. Und ich möchte eine herausfordernde Frage stellen. Warum solltest du ein Haus besitzen wollen, wenn es dich davon abhalten könnte, Gottes Ruf in die Mission zu folgen? Für die ersten Geschwister, die aus Russland kamen, glaube ich, war es sehr wichtig, Häuser zu bauen. Die waren ihr Leben lang auf der Flucht und sie mussten mal ankommen und sich sammeln. Und die hätten hier sonst nicht vernünftig leben können. Die haben erstmal in diesen Notbaracken, sind die untergekommen, in den alten Munahallen. Und dann haben sie Häuser gebaut und sie haben diese Häuser gefüllt mit Menschen. Die Häuser waren offen, die haben Leute eingeladen, die haben das, was sie von Gott bekommen haben, haben sie genutzt, um Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen, um Leute einzuladen, um das Evangelium zu verkündigen. Und sie haben hart gearbeitet, um genug zu essen haben und sie waren genügsam. Und jetzt haben wir in den Gemeinden hier in Espelkamp, in Lübbecke, wir haben
so einen riesigen Wohlstand und wir wohnen sicher. Wir sind über 3, 4 Generationen vielleicht schon gesammelt worden. Und es wäre doch eine Schande, wenn wir diesen Moment nicht nutzen, um mehr Missionare auszusenden. Wenn wir das nicht nutzen für eine Sendung. Sendung von Missionaren. Im Neuen Testament sehen wir viele gläubige Leute, die ein Haus hatten. Und das war nie falsch. Aber es ist falsch, daran festzuhalten. Das widerspricht der Nachfolge Jesu. Ich bin überzeugt, dass Jesus uns auffordert, dass wir bereit sind, alles loszulassen. Und es ist sehr gut möglich, dass du bis zum Tod in deinem Haus leben kannst. Es ist sehr gut möglich, dass das genau Gottes Plan für dich ist. Aber du musst es vor Gott ausbreiten. Du musst den Besitz, den du hast, vor ihm ausbreiten und sagen, ich will dir das zur Verfügung stellen. Vielleicht mein Haus auch einfach mehr öffnen. Es muss ja nicht Tag und Nacht sein. Aber mal abwägen, wie viel Kraft haben wir? Wie viel können wir das, was wir hier haben, wirklich auch nutzen für Gott? In Matthäus 19, Vers 27 steht, da sagte Petrus zu Jesus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Und Jesus antwortet, Vers 29, Matthäus 19, Vers 29, jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die größten sein. Sei doch ganz offen und ehrlich vor Jesus bereit, alles für ihn aufzugeben. Das ist, was er möchte. Und höre auf ihn. Höre, was er dazu sagt. Und ich sage euch, hier geht es nicht nur um das Haus. Ich erwähne dieses Haus extra, weil es in der Kultur so eine Bedeutung hat und weil es Menschen davon abhalten kann, in die Mission zu gehen, ganz aktiv. Es geht hier vor allem um unser ganzes Herz, dass wir wirklich alles vor Gott hinlegen, unsere sündigen Leidenschaften, sündige Gedankenspiele, denen wir nachgehen, Streitigkeiten, die wir haben, Rechthaberei, wo wir uns mit Geschwistern streiten über irgendwas und meinen, im Recht zu sein. Dass wir auch sowas bereit sind aufzugeben, damit Gott durch uns wirken kann. Jesus will, dass wir jeden kleinsten Bereich unseres Lebens ganz offen vor ihn hinlegen und seine Meinung zu allem anhören. Dass wir seine Meinung akzeptieren und danach handeln. Wer von euch würde, wenn er von Gott einen persönlichen Brief geschrieben bekommt, lieber Eduard, sage ich mal, oder lieber Jakob oder Peter, wer würde diesen Brief ernst nehmen, wenn er dir einen persönlichen Brief schreibt und sagt, guck mal, das und das und das erwarte ich von dir. Gott hat uns die Bibel geschrieben. Die ist wie ein persönlicher Brief für jeden von uns. Und die sollen wir lesen und ernst nehmen. Matthäus Kapitel 10, Vers 37 sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Und Jesus erzählt seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 13 zwei Gleichnisse. Und ich will diese Gleichnisse ich will sie nicht vorlesen, sondern sie so frei erzählen, direkt ein bisschen interpretiert. Da war ein Mann, der war ein einfacher Arbeiter. Der schuftete hart auf einem Acker, denn er war Erntehelfer bei einem Bauern. Das war nicht sein eigener Acker, also war er vermutlich ein Tagelöhner. Vielleicht war er auch dauerhaft bei demselben Bauern angestellt. Also ein einfacher Arbeitnehmer, der sich nicht einfach so alles leisten konnte, was er wollte. Wenn er Besitz hatte, dann wird er in sich hart erarbeitet haben und dafür gespart haben.
Vielleicht konnte er sich mit der Zeit ein eigenes Haus leisten, vielleicht einen Esel, vielleicht ein paar ganz annehmbare Möbel und einen guten Mantel. Und dieser Mann fand beim Arbeiten im Acker einen Schatz. Und er wurde sehr, sehr fröhlich über diesen Schatz. Und er erkannte, dass dieser Schatz mehr wert ist als alles andere auf der Welt. Also verkaufte er alles andere auf der Welt. Er gab es alles auf, alles, was er sich über die Jahre hart erarbeitet hatte, damit er diesen Acker kaufen konnte, um den Schatz zu bergen. So ist es, wenn man erkennt, dass Gott uns ein Leben nach dem Tod in seinem Himmelreich verspricht, dann verhält man sich so wie dieser Arbeitnehmer. Und genauso verhält sich auch ein reicher Mann, ein Kaufmann, ein Händler, jemand, der auf der Suche nach Perlen ist. Der hat wahrscheinlich schon einige Perlen in seinem Besitz und er muss dann auch ein sehr wohlhabender Mann sein. Jemand, der sich alles leisten kann, worauf er Lust hat, wonach ihm der Sinn steht. Der muss sich um seine finanzielle Absicherung keine Gedanken mehr machen. Und dieser Händler findet eine Perle, die von so besonderer Schönheit ist, dass er bereit ist, dafür alles aufzugeben, was er bis dahin gewonnen hat. Und er verkauft alles, was er hat, seinen ganzen Reichtum, investiert sein ganzes Geld und kauft diese eine Perle. So ist es, wenn man erkennt, dass Gott uns ein Leben nach dem Tod in seinem Himmelreich verspricht. Dann verhält man sich so wie dieser Händler. Denn so wertvoll ist das Leben mit Gott in der Nachfolge Jesu und dann schließlich bei Gott in der Ewigkeit. Es ist mehr wert als alles andere, was wir in diesem Leben jemals aufbauen oder kaufen könnten. Das Leben mit Gott in der Ewigkeit ist so unvergleichlich viel wertvoller und besser, dass wir es uns eigentlich kaum vorstellen können. Wer versteht, wie gut es wirklich ist, der wird bereit sein, alles, was er ist und was er hat, in den Dienst für dieses Reich Gottes zu stellen. Alles aufzugeben für die eine Sache, Jesus nachzufolgen und Teil seines ewigen Reiches zu sein. Jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Ich will nochmal die Kosten und den Lohn der Nachfolge ein bisschen auflisten. Die Kosten der Nachfolge sind das Leben, sein ganzes Leben Jesus hinzugeben. Aber der Lohn, den wir dafür bekommen, ist das Leben. Man darf sein Leben behalten. Aber wir müssen diese beiden Leben anschauen, die sind unterschiedlich. Das Leben, das wir aufgeben, ist ein geistlich totes Leben. Ein Leben, das Ungläubige genauso leben würden. Im Endeffekt bestimmt von der Sünde und nicht vom Heiligen Geist. Wir alle hatten ein Leben in der Abhängigkeit der Sünde, in der Trennung von Gott, unserem Schöpfer, ein Leben unter der Herrschaft Satans. Und dieses Leben haben wir aufgegeben, als wir angefangen haben, Jesus nachzufolgen, als wir errettet wurden durch den Glauben an ihn. Und das Leben, das wir bekommen, ist ein geistlich erfülltes Leben. Und also ich finde es auch nicht immer so einfach, sich das vorzustellen. Wie soll das denn besser sein jetzt, wenn man einfach sein Haus aufgibt? Oder diesen Traum wenigstens, sich ein Haus zu kaufen, wenn man noch gar keins hat. Wie soll das denn besser sein, kein Haus zu haben? Weil ich sehe ja, alle haben ein gutes Haus. Jesus verspricht, wer ein Haus aufgibt, der bekommt dafür etwas, was besser ist als 100 Häuser. Ich glaube nicht, dass er uns 100 Häuser gibt. Er gibt uns etwas, was den Wert hat wie 100 Häuser oder besser ist als das. Gott weiß ja, was uns Erfüllung und Freude bringt. Und er befiehlt uns, ihm nachzufolgen, damit wir das erfahren können. Und ich will an dieser Stelle noch erwähnen, das ist mir auch wichtig, dass wir uns nicht von den schönen Dingen dieser Erde entziehen sollen. Wir sollen auf keinen Fall irgendwie künstlich ein Leben im Verzicht führen. Ja, wir dürfen auch im Überfluss und Luxus leben. Es wäre gegen Gottes Willen, die Dinge, die da sind, nicht zu verbrauchen und zu nutzen. Also wir sollen die verbrauchen. Wenn wir ein Haus haben, sollen wir nicht einfach sagen, gut, dann lebe ich jetzt auf der Straße und versuche so Gott kennenzulernen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber wir sollen bereit sein, Gott zu vertrauen, dass es uns auch gut gehen wird,
wenn wir darauf verzichten, weil wir für sein Reich unterwegs sind. Und dazu sollen wir immer bereit sein. Es ist ein Risiko, weil es kann sein, dass Gott dir sagt, gib dein Haus auf und geh in die Mission. Es kann aber auch sein, dass er sagt, bleib hier. Aber wir sollen trotzdem bereit sein. Und unser Leben wird von echter Freude erfüllt sein. Und wir haben ein Leben aufgegeben, oder wir geben ein Leben auf, das auf den Tod zusteuert. Okay, alles, was nicht zu Gottes Reich gehört, sondern zum Leben in der Welt, ist vergänglich und steuert auf das Ende zu. Das sind Dinge, die denen wichtig sind, die kein ewiges Leben erwarten. Vergängliche Dinge für vergängliche Menschen. Dinge, die nach dem Leben auf der Erde keinen Bestand haben, die geben wir auf. Stell dir mal vor, du würdest im Ahrtal leben, wo jetzt die Flutkatastrophe war. Stell dir vor, du lebst da und als jungen Menschen ruft Gott dich in die Mission, aber du willst nicht gehen, weil du gerade so ein schönes Haus gebaut hast. Also bleibst du und du arbeitest viel, um dein Haus abzubezahlen, damit du in der Rente es dir noch leisten kannst und dort leben kannst. Und kurz bevor du in Rente gehst, kommt die Flut, die da jetzt war, und dein geliebtes Haus ist weg, einfach hinfortgespült. Und du hättest diese ganze Zeit, die du für dieses Haus gearbeitet hast, in dieser Zeit hättest du eine Gemeinde in einer Volksgruppe gründen können. Und die Leute dort sind jetzt immer noch ohne das Evangelium. Und du hast nichts. Du hast nichts für die Ewigkeit getan. Die Dinge dieser Welt vergehen. Und die Dinge, die wir bekommen, sind Dinge, ein Lohn, der in Gottes Reich einen Wert haben wird. Das ist, was Gott uns durch die Bibel sagt. Ich finde es schwer, mir vorzustellen, wie der Lohn aussehen soll im Himmel, aber die Bibel lehrt es uns und ermutigt uns, daran zu glauben und Gott zu vertrauen. Und bedenke das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, diese Erinnerung, dass dein Leben im ewigen Tod gemündet wäre. Ohne Jesus wärst du in die Hölle gekommen. Jesus ist für dich gestorben, um dich vor diesem schrecklichen Ort zu bewahren, um dich von der Strafe freizukaufen. Und er hat dafür einen teuren Preis bezahlt, sein eigenes Leben. Gott ist ein strafender Gott, der die Sünde immer bestrafen muss. Aber er hat deine Strafe getragen am Kreuz. Der ewige Tod, das ist das, was du aufgegeben hast, als du angefangen hast, an Jesus zu glauben. Wieso sollte es jetzt noch schwer sein, auch diese vergänglichen Dinge dieser Gegenwart aufzugeben, die wir nach dem irdischen Tod sowieso nicht mitnehmen? Und du bekommst von Gott das ewige Leben. Betrachte das als das Wertvollste auf der Welt, wie der einfache Arbeiter und der reiche Kaufmann. Und es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt, die steuern geradewegs auf die Hölle zu. Sie leben unter der Herrschaft der Sünde und des Satans. Und sie leben auch ein Leben in alltäglicher Furcht. Gott hat uns beauftragt, hinzugehen und ihnen den Weg zum ewigen Leben zu zeigen, nämlich Jesus Christus. Frag Jesus, ob es für dich dran ist, dich in dieser Sache einzusetzen, auch wenn es bedeutet, dass du vielleicht manche Träume aufgeben musst, vielleicht sogar manche Träume, die du dir schon verwirklicht hast. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel. Das war ein Bibelschullehrer von uns, der war selbst als Missionar unter den Inhapeng. Das ist ein Nachbarstamm der Kaje, wo die Christopher und Lily Myers sind. Von denen habt ihr, glaube ich, gehört. Die hatten einen Missionsvortrag in Espelkamp. Und dieser Lehrer, der war, bevor er Missionar wurde, ein Chirurg in Liverpool. Er ist Brite. Und als Chirurg hat man ein hohes Einkommen, genießt ein hohes Ansehen. Und er hat das aufgegeben, dieses Leben, was er dort haben könnte, in einer Großstadt, aus der Oberschicht. Er hat das aufgegeben, hat diesen langen Weg auf sich genommen, hat lange in dieser Volksgruppe gelebt und dann irgendwann kam es zu dem Tag, dass er den Menschen, nachdem sie chronologisch durch die Bibel gegangen sind, erklären konnte, dass Jesus für ihre Sünden bezahlt hat. Und er hat gesagt, das war der beste Tag seines Lebens. Und er würde diesen Tag niemals wieder eintauschen für alles, was er vorher hatte. Und es war dann auch der gleiche Lehrer, der gefragt wurde, nachdem die Gemeinde entstanden ist,
und ein Mann gläubig geworden ist. Und sie haben ihn ja erklärt, die Bibel kam von Israel nach Europa und von dort gingen Missionare in die ganze Welt. Und dann hat ihn ein Mann gefragt, wie lange habt ihr diese Botschaft denn schon bei euch im Land? Wie lange? Und er dachte wahrscheinlich, ah cool, dann haben die das erfahren und sind vielleicht 10 Jahre später gekommen. Nein, 500 Jahre. So lange. Amen.